Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Der Morgen war voll turbulent. Die Kinder, Mariam ist schon um 8 wach gewesen. Sie hatte eine verstopfte Nase, konnte deswegen halt nicht gut gestillt werden, war dann die ganze Zeit wach und laut. Ich bin dann reingekommen hier und es ist ja voll hell, im Schlafzimmer komplett dunkel. Habe die Nase geputzt, Nasentropfen gegeben und ja. Genau, dann ist Melina auch rausgekommen, aber wir haben es geschafft, dann nochmal zu schlafen, alle bis 11. Ich und Melina sind um 11 aufgestanden, Maren hat noch geschlafen bis 12 und jetzt, ja, habe ich schon Frühstück vorbereitet und sogar Mittagessen angefangen zu kochen. Ich zeige euch, was es gibt. Frühstück gibt heute mal was Asiatisches, weil die letzten Tage, um ehrlich zu sein, sogar Wochen, gab es meistens entweder Porridge, und hat hier schon die Sitze auch bereitgestellt. Auf jeden Fall gab es die letzten Wochen immer Brot oder Porridge zum Frühstück. Ich habe mir gedacht, heute mal was Asiatisches einfach, und wir hatten noch eine Süßkartoffel und die wollte ich verwerten. Eine Süßkartoffelreissuppe mit einem Eigericht. Ja, sättigt und schmeckt gut. Das gibt es jetzt mal für die Kinder. Freunde, Mo ist von der Arbeit gekommen. Er hat auch schon was gegessen. Ich habe Bohnen in den Topf gemacht, Kohlfasulie. Und eigentlich, also ich muss zum Arzt und eigentlich wollten wir zusammen die Kinder schlafen legen, was auch eigentlich, ja, also also wir wollten die Kinder zusammen schlafen legen, wir haben uns alle ins Schlafzimmer hingelegt. Mariam ist auch eingeschlafen, Medina ist nicht eingeschlafen und ich habe schon voll eilig, also ich muss schon dringend zum Arzt, sonst komme ich zu spät und ja. Deswegen sitzt jetzt Medina hinten, ich nehme sie einfach mit, weil Momo hat so friedlich geschlafen. Der soll jetzt einfach mit Mariam ein bisschen ausschlafen und ich gehe einfach mit Medina zum Arzt, weil später habe ich dann noch einen Vorbereitungskurs und dann muss Momo eh auf die Kinder allein. Freunde, ich habe da gerade meinen Kurs, der ist jetzt fertig. Fragt nicht, ich bin, denkt die Wäsche, ich bin schon wieder im Pyjama. Momo hat die Kinder unten schon genommen, er ist jetzt in dem Park bei seiner Schwester dort. Und ja, der Kurs ist jetzt schon zu Ende. Ich werde jetzt noch die Stunden, das ist immer so 3-4 Stunden der Kurs. Und ich werde das ein bisschen zusammenfassen jetzt und vielleicht mich ein bisschen vorbereiten noch, ein bisschen einfach zusammenfassen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Solange niemand zu Hause ist und es so ruhig ist, muss ich echt die Zeit nutzen dafür. Weil in der Nacht fehlt mir, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen die Konzentration. Und da schaue ich auch lieber Serie. Der nächste Tag, Freunde, Momo hatte schon aus. Wir hatten schon den ganzen Tag hinter uns. Ich bin heute richtig müde. Ja. Wir sind jetzt im Müller auf jeden Fall. Was schaust du dir denn da an? Das ist Mario, Digga. Ja, Mario. Wir haben hier so eine Mario-Stofftierpuppe zu Hause und deswegen erkennt sie Mario. Wir schauen uns hier. Es gibt hier manchmal Aktionen so. Nur ich wollte so. Wir haben ja eine Switch. Und Mario-Spiele sind echt nicht billig, ne? Und manchmal gibt es halt Aktionen. Momo schaut jetzt gerade. Wieso sind wir eigentlich hier? Warum? Wir sind hier, weil wir in den nächsten Tagen unsere Freunde besuchen gehen werden und ich noch ein paar Kleinigkeiten brauche, weil ich will so ein Geschenk vorbereiten und suche dafür etwas. Leute, wir sind jetzt in Pepco und ich hoffe, ich werde einen Blumentopf finden, aber schaut mal bitte, wie schön dieser Seifenspender ist. Der ist so ästhetisch und ich werde schon gerufen. Was sagst du? Voll schön. Schon schön. Die Steine, dann mein Foto drin noch. Aber hier werden wir, glaube ich, fündig. Es gibt echt schöne Dekosachen. Voll ästhetisch auch alles. Ja, den Teppich habe ich nicht mal auf Boden. Wem muss das geben jetzt? Oh, gut klimatisiert. Das habe ich auf Video. Hast du mich schon, weil ich es war dort. Also ich habe das Thema schon gehabt. Ich dachte, es haben die Diener. Leute, wir sind vom Einkaufen noch zurück. Also wir waren noch eine Kleinigkeit einkaufen. Warte, wir haben übertrieben. Ja, wir haben Ärger übertrieben. Kamala? Kamala?
Wir haben ja außerdem sowas von Action mitgenommen. Für ihre Küche. Machen wir auf. Für was haben wir das gemacht? Das sind meine Kindheitskekse. Meine Mutter hat die mal gekocht und ich will die essen. Eine Esche! Sag nichts falsch, Kekse. Eine Schau. Oha, ungesunde Ernährung. Wir wollen probieren. Kannst du das mal? Ja, das ist einfach so ein Set mit all dem da. Oh, das sollte ein Spiegelei sein. Dann Nina, tu lei, okay? Mit Nina, na, tu lei. Auf jeden Fall, das Schlimmste, Leute, ist, wenn man alles so hingestellt hat, dass der Roboter durchlaufen kann, aber man vergessen hat, ihn zu starten. Und jetzt werde ich einfach mal, ja, damit es schnell geht, selber durchsaugen. Momo hat den Kindern noch was zum Essen gegeben und jetzt gibt's Nachtisch. Ich habe währenddessen den Geschenkskorb vorbereitet. Den Korb hatten wir schon zu Hause und ich habe ein paar Kleinigkeiten geholt. Also, ihr wisst, ihr solltet das wissen, wir haben ja mit denen zusammen Urlaub gemacht. Die werden Eltern. Und diese Tassen habe ich bei Müller gefunden, so süß. Beste Mama und bester Papa. Dann so Stilltee, Stillsaft, Brot und Salz. Ich habe gelesen, dass, und das hat sie mir auch gebracht, als sie bei uns zu Hause war. Ist so ein Geschenk einfach für die neue Wohnung, weil die haben jetzt eine neue Wohnung. Und ja, ein paar Kerzen für zu Hause, Seife und eine Lavendel, so eine Fake-Lavendelblüte, weil es schön aussah. Ich habe zum allerersten Mal so eingepackt, aber dafür finde ich es recht gut hinbekommen, finde ich. Ja, das nehmen wir dann so mit. Ja. Wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal gemacht, wenn es nicht so schön ausschaut, sorry. Die Kinder schlafen, Leute, und Momo schläft auch schon. Richtig süß. Ich schaue mir Gossip Girl an, chille hier einfach, ich räume dann später die Sachen weg und esse meine Pasta. Oh mein Gott, richtig geil, die war noch von gestern. Aber ich liebe es, dass ich es einfach so Tomatenmark und so Pasta mit einer Tomatensauce. Und dazu gebe ich so Bulldog-Soße rein, also diese extrem scharfe Soße. Oh mein Gott, so lecker. Und ich habe ein bisschen Rucola reingegeben und das esse ich jetzt so. Es gibt nichts Geileres gerade für mich. Bedina Burger, bitte. Oh mein Gott. Streit um das. Auf jeden Fall, es gibt Frühstück. Bedina hat schon ein Brötchen gegessen. Marim isst in letzter Zeit nicht so gut, deswegen habe ich versucht, das Porridge hier reinzugeben. Ja. Jetzt ist es trotzdem eher Mesina. Mariam wieder nicht. Ich biete es einfach an, ich versuche es. Mariam feiert immer voll das Bällebad. Sie ist auch selber reingekrabbelt. Das ganze Bällebad wurde wieder ausgeschüttet. Litre, Litre. Und eigentlich könnte ich das in 5 Minuten aufräumen, aber Kinder müssen ja dazu lernen. Und wer so viel Spaß hat, das ganze Bällebad die ganze Zeit auszuschütten, und das ist Medina immer, der darf auch das ganze Bällebad jetzt wieder einräumen. Weil die letzten Tage habe ich es immer für sie gemacht, aber nein, achso, okay. Aber jetzt muss sie es einfach selbst machen, denn Leute, zum Beispiel das da, nimmt sie einfach und schüttet es komplett aus. Und wie gesagt, normalerweise lege ich sie zum Mittagsschlaf hin und räume dann alles in Ruhe auf. Sie braucht halt viel länger, aber ich finde schon, dass sie lernen muss, dass sie das auch selber wegräumen muss. Es schlafen einfach beide Kinder, keine Ahnung wie lang, aber ich werde jede Sekunde davon genießen. Ich werde jetzt auch schon Abendessen vorbereiten. Heute gibt es Pizza, wir haben nämlich noch Sachen dafür. Den Teig bereite ich im Thermomix vor. Hey Leute. Ich bin richtig erschöpft. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Ich habe gestern Abend noch versucht, etwas zu lernen für den Kurs. Aber ja, die Kinder schlafen voll unruhig. Medina und Mariam sind so leicht krank. Ich merke das richtig und ich merke auch, dass ich die Nächste bin. Und wir haben gestern noch mit Momo gelacht, dass er nie was hat.
wenn wir krank sind und ich das Gefühl habe, dass er nichts hat, weil er uns immer ansteckt. Ja, ich hoffe, wir überstehen die Tage gut. Es wird Pizza gemacht. Kinder sind auch mittlerweile schon Pizza. Wach. Ja, Pizza. Ich gebe Medina, also ich gebe Medina mal so ein Stück Teig, damit sie auch ein bisschen spielen kann. Ja, das ist Medina da. Das ist schon Mama da. Mama da, Medina da. Mama da, Medina da. Unsere Pizza ist noch im Ofen. Medina, sie ist schon fertig. Das habe ich einfach oben auf ein eigenes Gitter gegeben und es ist richtig süß geworden. Ich hoffe, das animiert sie mehr zum Essen. Momo ist nach Hause gekommen. Er hat sogar alles weggeräumt. Den Sauerstein, den ich hinterlassen habe mit Kindern. Kochen, ihr wisst, da entsteht einfach ziemlich viel Mist und es schaut einfach aus. Er ist mit den Kindern auf jeden Fall rausgegangen und ihr könnt vielleicht schon hinten hören. Ich habe jetzt den Vorbereitungskurs. An alle, die gefragt haben. Der Mindestlohn der Stahlindustrie ist höher. Ich mache einen Befehl, also ich will die Befähigungsprüfung machen, das ist einfach der Gastgewerbeschein. Und ja, dafür muss ich einen, sollte ich einen Kurs besuchen, muss man bei uns hier nicht. Ich besuche den Kurs, damit ich dann die Prüfung hoffentlich bestehen werde und meinen Gewerbeschein bekomme. Also ich mache einen Kurs für die Prüfung des Gastgewerbes. Hoffentlich habe ich es richtig gesagt. Ja, der dauert 4 Stunden. Eine Stunde habe ich schon hinter mir. Den habe ich so halb mit den Kindern gemacht. Und dann ist Momo gekommen. Ich habe alles ihm überlassen. Der ist jetzt einfach auch raus. Und ja, ich habe jetzt Kurs. Wie war es mit den Kindern? Ja, eh schön. War am Indoor-Spielplatz mit denen. Mit denen hatte richtig Spaß. Und jetzt, Momo hat es gestern bei Müller mitgenommen. Das sind so von diesen Hitschler. Diese sauren Dinger halt. Diese, ein Wassereis einfach und jetzt probieren wir das. Wie ist? Ist es sauer? Ungern. Boah, lecker. Kinder schlafen außerdem schon. Ich habe jetzt noch die letzten Sachen für morgen eingepackt, aber ich lasse die Badsachen noch draußen, weil ich brauche die logischerweise noch in der Früh. Zahnbürste lade ich auch auf, dann nehmen wir unsere Zahnbürsten mit 2 Köpfen einfach nur mit. Ja, für die Kinder. Also wir sind ja nur. Oh mein Gott. Es ist schon der nächste Tag, Leute. Dina ist so früh aufgestanden. Ich habe mich jetzt einfach ins Wohnzimmer gelegt und hoffe, dass sie hier ein bisschen sich selber unterhält. Und ich ein bisschen schlafen kann. Von diesem Video war es auf jeden Fall. Und wir sehen uns im nächsten Video.